hast du mich erschreckt, Junge? Dann stirb doch einfach mal. Au! Au! Was geht da? Ach du Scheiße! Seid ihr denn? Ach, du ahnst es nicht, ey. Noch ein. Oh, moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise im Land der Verbannten in Conan Exiles. Ja, und ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir wollen nicht mehr in Sepamero rumhampeln. Jetzt war ich hier noch ein bisschen unterwegs, um, was gibt es denn da vorne Schönes? Um noch nach einem Träger Ausschau zu halten. Und ja, was soll ich sagen? Wo ist es? Da. Müssen wir rüber. Da vorne seht ihr so eine Tür. Und da ist wohl irgendwas wie ein Dungeon, weil die kann man betreten. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich mit euch mal eben hier rein und wir gucken mal, was da drin so los ist. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Ach, die folgt mir gar nicht mehr. Bin ja gerade erst rein. Das finde ich auch immer ätzend, dass man das immer wieder neu einstellen muss, ne? Entweder bleibt die gefolgt, nicht Inventar öffnen. Behalten, Aktivität, bewahre mich. So, wir wollen ja nicht immer gleich alles auf mich ziehen. War hier noch irgendwas Besonderes? Nö. Ja gut, dann gehen wir hier doch mal rein. Jetzt geh doch da. Oh, weg. So, hier. Jetzt gucken wir doch mal, was das hier ist. Und dann kann das weg. Ich habe noch eine Fackel. Was? Wo ist mein Troll da? Gut. Hallo du? So. Das war's. Okay, dann nehmen wir mal die Münzen mit. Ein Wein, ein Wutwein und Absinth. Was macht denn der Wutwein? Also Wein. Ein Wutwein macht einen rasend. Und dann hatten wir doch noch Absinth. Ah. Starkes alkoholisches Getränk von mystisch grüner Färbung. Okay. Das ist noch irgendwas Wichtiges hier. Was? Wer? Wieso? Reliquienjäger Schatzsucher. Ah! Mann, der Weinkeller. So, hier, Wolfspelz, das hier. Habe ich den Wolfspelz jetzt? Ja. Guck mal, hat er noch so schicket für uns? Nichts Besonderes, ne. So, hier geht's noch weit. Ach, du Scheiße. Eieieiei, ob das jetzt wohl gut war, hier reinzugehen? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist größer, als ich gedacht hätte. Krass. Ist jetzt die Leiche auch in den Boden reingehampelt oder was? Achso, da ist auch noch einer. Hallo. Ich dachte, du bist tot. Jetzt komm doch mal her. Stipp doch mal. Einen anständigen Tod, mein Freund. Was ist mit ihm? Ah, hat auch nichts gescheitert hier.
So, da geht's gleich weiter. Jetzt gucken wir erstmal hier kurz rein. Hier sind nämlich Kisten, in denen nichts Gescheites drin ist. Was haben wir hier? Du hast Kari-Stahl gefunden. Aha. Das hier. Kari-Stahl. Ein mit einer seltsamen Essenz bestrichener Stahlbarren. Okay. Der Kari-Stahl. Vom alten Kari. Karius und Baktus, oder wie hießen sie noch? Goldbarren. Hier ist noch ein Büßkind. 107 Tage nach dem Fall. Kor hat versagt. Wir dachten, wir wüssten, was Dunkelheit ist, aber die Schatten, die wir kannten, waren nichts weiter als das Fehlen von Licht. Diese Dunkelheit ist das Ende aller Hoffnung. Zack kommt und wir können nichts dagegen tun. Das ist das Ende. Amen, Bruder, Amen. Ach, der gute alte Tack. Nicht, dass wir hier irgendwann übersehen. So, you are alone, I hope so. Ganz schön viele Schatzjäger hier. Brücke E, da. Vom Alter gezeichnete Schriftrolle. 97 Tage nach dem Fall. Er hat uns aus der Stadt getrieben. Wir sind die letzten Überlebenden. Kor glaubt, er könne die Kreatur durch die Umkehrung des Rituals einfangen. Er muss zurück zum Tempel, durch die verwüsteten Straßen der Stadt. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich werde selbst aber hier draußen mein Glück versuchen. Etwa die Hälfte unserer Gruppe wird ihn begleiten. Die anderen bleiben hier bei mir. Wir beten zu Seth, dass er es schafft. Amen. Amen. Sag ich ja. Amen, Bruder. Amen. Noch mehr Kari-Stahl. Cool. Wer weiß, wofür es gut ist. Bleiben wir dann jetzt 5. Okay, das Buch hatten wir, ne? Was hatte er noch? Irgendwas Winziges dabei? Nö. Oh oh. Erlaub ihn zu beschießen, ist am wichtigsten. Rennen. Einmal. Zweimal. Und du hast den da, ne? Was? Oh, Entschuldigung, Lisa. Wo ist denn der andere? Keine Ahnung. Schulterplatte der Lautlosen. Herz eines Helden, Kristallwächter-Torso und Aloe-Extrakt. Da könnte ich mal eben einen von trinken, woll. Ja, wie sieht's bei dir aus? Die sieht noch gesund aus. So, was war er? Da gab's ja noch irgendwas. Ey, ja. Wolfpass. Ich hätte jetzt gesagt, guck hier. Klettern nicht möglich. Darum bin ich, habe ich es erklettert, weil es nicht möglich ist. Mann, ey. Goldene argosianische. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier auch nochmal irgendwie so ein Buch rumliegt. Aber irgendwie nicht, ne? Das ist Soundbug oder was ist das? Ne, hier ist aber so nichts mehr, oder? Hier hatten wir gelesen, ne? Ja. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, dann bist du jetzt dran. Set will grant me cunning. Nein, na. Du bist doch wohl doof, ey. Boah, das war wohl knapp. Ehrlich, ey. Und du hattest... Ach ja, komm. Zack, zack. Hattest du eigentlich hier Wolfspelz drinne? Ja, ne? Dann nimm du mal, was ich hier schon wieder gesammelt habe.
So. Was hast du sonst noch? Goldmünzen, die kannst du auch nochmal nehmen. Ja, das ist doch schön. Essen hast du noch? Gut. Gut. Oh. Ja. Was? Oh, Skelette. So, was hast du jetzt hier mit dir? Du verstrahltes Viech, du. Nichts Gescheites nicht. Alter. Ja, muss ich mal mit den anderen Äxten hier kämpfen. Oh ja, die nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Was ist das? Bremsende Verbände. Was machen sie? Die Versorgung von Wunden. Und Brot nehmen wir nochmal mit. Kannst du nochmal was essen? Geht's dir nochmal gut? So, damit ihr auch was seht, ne? Ah ja. 94 Tage nach dem Fall. Das Ritual ist schiefgegangen. Der Dämon, der Tag genannt wird, ist entkommen. Die Schreie der Priester hallen durch die Stadt und der Tempel gleicht einem Schlachthaus. Wir sind Narren. Wir haben uns selbst mit einem Teufel in der Finsternis eingeschlossen. Ich würde gerne Mitleid mit den arglosen Bewohnern der anderen Viertel empfinden, aber alles, was ich fühle, ist eine tiefsitzende Angst in meiner Seele. Wir müssen hier weg und werden die Stadt verlassen. Vielleicht wird der Dämon des Tötens müde. Vielleicht finden wir eine Zuflucht, neue Hoffnung. Na, Dämonen werden doch nicht müde, Junge. Ei, das sieht doch alles nicht so gut aus. Scheiße, Dreck. Ah, nein! Ah, muss das hier auf der Brücke? Ah, nein, jetzt lass mal runter von der Brücke, ey. Das wird zu blöd hier auf der Brücke. War noch irgendwas? Ja! Komm her! Nee, komm hier hin! Alter! So, Mädel, wir müssen mal eine kleine Pause machen hier. So. Ich glaube, so eine kleine Pause tut dir ganz gut. Nee, das brauche ich nicht. Obwohl, was ist denn dieses Fleisch hier? Och, gesalzenes, exquisites Fleisch. Kadaver tot. So. So, wie ist hier? Ne. Geht mal kurz so, und mal kurz so und benutzt das. Trink noch ein. So ist gut. So, was habe ich dir jetzt abgenommen? Diesen Thrall hier, ne? Den Horschuh. Horschuh! Hä? Ach so, mein Leuchtstab ist defekt. Na, tolle Wurst. Oh. Oh Leute, das wird, glaube ich, ein bisschen länger hier. Was ist das denn? Reines Aloe-Extrakt. Oh. Oh. Ich wollte das doch einsammeln und nicht trinken. Drücke E.
Irgendwas ist hier noch. Oh. Okay. Meine Fresse, leckere Sachen hier, ey. Fein, fein. So, aber hier war irgendwie, hier ist ein Buch. So, 93 Tage. Das Ritual wird durchgeführt. Apostasie ist alles, was uns noch bleibt. Wir müssen dem Gott abschwören, der uns verlassen hat, um neue Verbündete in der Dunkelheit zu suchen. Kor ist zuversichtlich, dass er kontrollieren kann, was immer das Ritual beschwört. Er hat seine Macht in der Vergangenheit nicht nur einmal unter Beweis gestellt. Wir haben Türen des Tempels zerschlagen und die Priester in ihre Quartiere gesperrt. Wir sind vorbereitet. Ja, und jetzt weiß ich's wieder, Torben. Ich hab vergessen, der guten Dame Handschuhe anzuziehen. So, jetzt hab ich keine Fackel mehr da. Das ist doch scheiße. Kann auch keine bauen, ne? Nö. Warte. Gibt's hier Bäume? Ich glaube nicht, doch hier. Guck mal, hier ist doch ein Baum. Habe ich eine Axt mit? Natürlich habe ich keine Axt mit. Ist ja klar. Ist ja klar. Naja. Dann eben ohne Fackel weiter. Ja, ja. So, haben wir. Hier sind nochmal Kisten. Ach ja. Viel ist aber auch nicht hier, ne? Gott. Hier gibt es nicht so viel an Zeugs. Ganz schön düster hier, würde ich sagen. Ha! Hast du mich erschreckt, Junge? Jetzt stirb doch einfach mal. Au! Au! Was geht da? Ach du Scheiße! Seid ihr denn? Ach du ahnst es nicht, ey. Noch ein. Oh, 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 da habe ich es hinter mir. Alter Verwalter. Der war ein bisschen stark. Dungeon. Hm. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe keine Zeit für euch jetzt. Echt nicht. Ich muss zu meinem Thrall. Die stirbt doch jetzt wieder, ne? Jetzt kann ich wieder alles neu aufbauen. Oh Mann, ey. Das ist doch ätzig. Ist doch scheiße. Hier liegt wenigstens alles noch tot rum. So, nimm mal hier. Hup. Da geht's weiter. So, noch einen nehmen. Alter, da muss ich echt aufpassen auf den, echt. Der ist heftig, ey. Mit seinem dicken Hammer. Ja, aber ich glaube, ich komme eh zu spät, um meinen Straw zu retten. Wo ist denn hier was? Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Wo ist denn hier? Da ist noch einer. Mann, ja. Hau doch sterben hier. Oh Mann, ja. Ich muss aber wenigstens mein Zeug wiederholen, ne?
Jetzt habe ich mich auch noch voll verlaufen hier, verdammt. Echt jetzt, wo muss ich denn lang? Hier geht's nicht lang. Da war doch irgendwie sowas. Die Richtung, das sieht doch gut aus. Hier bin ich durch. So, ist mein Stroll tot? Ich weiß es nicht. Hier ist er nicht. Getreue. Ha, ist tot, ne? Ja. Ja, ist kaputt. Aber wo ist der Leichnam? Da. Ist. Hier ist zumindest meiner. Scheiße, wo ist die denn jetzt? Ich will ja wenigstens das Zeug haben. Zumindest den Thrall, der da drin war. Ätzend. Was, wo denn? Ach, das ist doch schon wieder Kacke hier. Wo? Nee, wo? Wie ich auch nichts sehe, ne? Ah! So, wo ist jetzt mein Thrall? Das wäre das der Bossgegner gewesen, ne? Hier. Hä? Oh, wo kommst du denn schon wieder her? Ja, wo ist denn jetzt mein Thrall hier? Mein. Ätzend, wo war die denn? Ja, toll. Und jetzt ist mein ganzes Zeug schon wieder weg. Oh, ich könnte kotzen, ey. Ich könnte echt kotzen hier. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Nö. Nö. Leider nicht. Hätte sie jetzt hier irgendwo vermutet. Boah, der hat was, hat der? Er ist sehr langsam mit seinem Hammer. Wehrt sich ja gar nicht. Na toll. Das hättest du doch vorhin mal machen können, du Affe. Dich nicht wehren. Kristallwächterbein, Machtfragment und noch ein bisschen was zu fräten. Womit denn hier? Gibt's auch keine Laterne, ne? Womit soll ich denn hier interagieren? Da, mit dem Buch wahrscheinlich. Ja, ja. 57 Tage nach dem Fall. Unsere Lage wird immer verzweifelter. Alle Essensvorräte sind aufgebraucht. Es gibt keine Tiere mehr in der Stadt und der Kannibalismus ist auf dem Vormarsch. Selbst das Moos haben wir mittlerweile von den Felsen geschabt. Kor hat mit den Leuten über das Ritual gesprochen, ohne Erfolg. Die Menschen haben Angst und englische Menschen rufen die Ghetto um Hilfe an. Die Priester waren nur allzu gerne bereit, uns als Abtrünnige im Glauben zu denunzieren. Und verwehren uns nun den Zugang zum Tempel. Kor ist dennoch entschlossen und wird sich wohl kaum aufhalten lassen. Ach, ist das ätzig jetzt schon wieder, ne? Ich meine, Geld, das Zeugs, das sammelst du alle irgendwie. Ja, und was muss ich jetzt machen? Wie geht's jetzt hier weiter?
dachte, das wäre es jetzt gewesen. So, folgen wir dem Weg. Hä? Hier war noch irgendwo was zu lesen oder so. Ach du Scheiße. So, wo war denn hier was zu lesen? Hier war doch gerade irgendwo was mit E zum Interagieren. Hä? Hier wahrscheinlich die Lampe hier, ne? Ja, genau die. Ach, ist das alles ärgerlich, ey. Was bist du mit deiner Lanze hier? Den nehmen wir natürlich, ne? Wie viel haben wir denn davon? Wartet die denn so lange? Ey, sag mal! Au, 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 au! Aua, jetzt lass doch mal. Boah, so viele. Aua, aua. Was soll denn das? Das wollte ich nicht. Lasst mich weg, lasst mich weg. Nein. Und jetzt habe ich Arschkarte. Jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot. Nein, doch noch nicht. Ja, doch. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache hier nochmal in der nächsten Rolle weiter. In der nächsten Runde. Ja, wir gehen das Ding nochmal durch. Ich gehe nochmal bis zu der Stelle, wo wir gerade gestorben sind und dann gucken wir mal. Ja, ich hole mir nämlich vorher nochmal eine Fackel und gehe vorher mal einmal raus. Aber ja, das Ding ist ganz cool, auch wenn ich einen Stroll verloren habe. Ich gehe jetzt ohne da rein. Alleine sterben ist besser. What the heck? Ist jetzt kaputt? Ach du Scheiße, was ist da passiert? Ah! Was ist das? Was? Sturmkranke, was ist hier wieder kaputt? Ach du Scheiße, neuer Event. Oh, die können sich sogar richtig gut verteidigen. Scheiße. Ach Mann, Jungs. Nee. Jetzt lass mich doch mal eben hier. Lass mich doch mal eben einen Schluck trinken. Hä? Was ist denn mit euch? Die bekämpfen hier einfach alles, oder was? Ja, egal, lass uns mal kämpfen. Was? Wer schießt? Du. So. Du. Glaube, ich muss da vorne was machen, ne?
So, Leute, jetzt brauche ich jetzt keine Fackel mehr, ne? Ey. Kommen die alle weg? Ey, was ist denn hier kaputt? Hallo? Ja, lauf. Alter, was ist das wieder für ein kranker Scheiß hier, ehrlich, ey. Was ist das hier? Alter! Was ist denn hier kaputt, ey? Was soll man denn da machen jetzt? Hallo? Ach, jetzt sind die alle weg, ja? Alter, hin oder her? Was ist das? Erklärt's mir mal, ich mache hier jetzt trotzdem Schluss. Ist wahrscheinlich beim nächsten Mal weg, ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Event, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich hier weg, das schaffe ich eh nicht. Ich weiß sowieso nicht, was ich gerade tun soll. Aber ihr könnt es mir ja mal erklären, wenn ihr eine Ahnung habt. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst euren Daumen da, wenn es gefallen hat. Und ja, Kommentare, Abo, kennt das Spiel ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.